Hey, hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Planet Coaster 2. Wir sind hier im Personalmenü und versuchen gerade Personal einzustellen. Ja, wo nicht? Also es müsste ja bei Personal sein. Wo sind wir mal? So. Forschung, Finanzen, Fahrtbewertung. I don't know, ehrlich gesagt. Personal. Ach, hier. Okay. Ja gut, dann... ach, da ist er schon. Er repariert jetzt offensichtlich gerade. Aber ich stelle jetzt mal noch zwei weitere Techniker ein. Und da auch dann direkt hier so ein paar... Alter, das ist... So. Da kümmern wir uns jetzt mal gerade. Also Achterbahn wird schon hier angenommen. Gehen die Leute schon drauf. Das ist gut. 300 Meter wird sie lang sein. So, was ist denn jetzt hier eigentlich? Hier ist ja gar nichts mehr los. Hier sind noch die Leute, die da nicht mehr wegkommen. Jetzt versuchen wir mal gerade die Rutschbahn hier. Rutschbahn bearbeiten. Du musst das Fahrgeschäft schließen. Ja. So, jetzt kommt hier mal nach. Was ist denn los? Rutschbahn bearbeiten, Freunde. Das ist fertig. Wähle einen Abschnitt. Ja, den. Und der soll weg. Aha, guck mal, jetzt können sie wieder gehen. Weil tatsächlich dieser Abschnitt, der dann offensichtlich dazu geführt hat, dass sie hier nicht mehr rauskommen. Dann müssen wir es wohl so machen. So, Ende. Ist ja jetzt nicht schlimm. So, dann ist sie jetzt wieder auf. Mal testen. So, okay. Ja, die hat auf jeden Fall ordentlich Speed. Ist ja nicht schlimm. Oh, grün. Aber wieso kommen jetzt hier eigentlich keine Leute mehr in den Wasserpark? Also wirklich niemand mehr. War das, weil die Leute da nicht mehr rauskamen? Ja, ich weiß es nicht. Aber wir müssen hier auf jeden Fall noch... Wo war das jetzt? War das auch bei Service? Was war das denn? Pools. Strände. Über Wellenpools. Selbst also Pool Extras. Hier. Machen wir mal hier so einen Rettungs. Der hat wahrscheinlich. Naja, mehr Überwachung. Guck mal, dann seid ihr aber jetzt hier, ist der Pool aber ganz gut ausgeleuchtet, würde ich sagen. Sprungbrett hat er auch. Hier und hier. Die Dinger haben wir ja schon. Ach, guck mal, es gibt auch einen großen Sprungturm. Gibt's auch. So, und jetzt sollen wir noch zwei weitere Rutschbahnen bauen. Würde ich sagen, machen wir auch. Aber natürlich selber. Wir machen mal die Body Slide. Aber die könnte eigentlich auch vom selben Turm hier abgehen, richtig? Richtig. So, warte mal da. Da haben wir es jetzt nicht so viel, aber da könnten wir auch eine Glasrutsche bauen. Ah, die hat keine Kurven. Für was hin? Bin ich mir jetzt nicht so sicher, ehrlich gesagt. 45 Grad ist Max. Die soll ja eigentlich auch gar nicht. Da wird doch das Ende, wird doch nicht. Das ist, glaube ich, kennen die da durch. Ich weiß es nicht. Nee, das ist dumm geplant. Das ist halt eine, die gar nicht in das Wasser muss, ne? Nee, das bringt nichts. Hier bringt das nichts. Dann müssen wir hier. White Slide. Ja, das sind alles halt. Keine Inversion möglich. Aber wo steht denn? Also die haben ja, glaube ich, beide kleine Kurven. Das heißt, wir müssen schon noch eine hiervon bauen. Aber
Wieso kann ich die nicht... Ah, doch. Ah, noch eine seichtere, würde ich sagen. Wir machen noch eine seichtere, die hinten lang geht. Die so ein bisschen sehr seicht geht. Sehr seicht und Glas. Das Wartungsabzeichen ist abgelaufen. Also das gibt's auch noch, oder was? So, gucken wir mal. Die führt hier hinten lang. Ja, das ist doch wirklich seicht. Gehen wir jetzt mal auf 0, damit die hier mal ein bisschen abbremsen. Hier ist ja ein Baum entlang. Und dann geht's wieder ein bisschen runter. Sehr seicht. Am Sprungturm vorbei. Ist doch seicht hier. So, Ende. Zack. Die ist doch perfekt. So, gerade. Okay, schon schneller als ich dachte tatsächlich. Also da muss man irgendwie ein bisschen aufpassen. Aber man kommt an, alles gut. Ist auf. So, aber irgendwie ist der ganze Bereich komplett leer gefegt. Was ich mich frage, warum? So, was ist denn mit den Stromgeneratoren los eigentlich? Euer Verteiler 0 von 20 Abzug für Bedingungen. Kapazität verbraucht. Ich verstehe es noch nicht. Eingeschaltet sind sie. Kritischer Zustand. Ach du je, Mini. Nee, Freunde, so weit bin ich jetzt noch nicht, dass ich mich da jetzt reinfuchse. Dann machen wir hier Notfallwartung. Nicht gewartet. Ist da tatsächlich dann alles aus, wenn dann kein Strom mehr ist? So, Schwimmbecken 1 ist nicht sicher. Wieso denn nicht? Könnt ihr mir das erklären? Wo sind denn die... Oh, Moment mal, also hier stimmt doch vieles nicht. Hier ist einer drauf. Wo ist denn der, der hier drauf gehört? Und wo sind diese Türme, die ich hier für diesen Pool hatte? Sind die einfach weg? Ich hatte doch hier so eine Rettungsschwimmertypen. So, was ist denn da los? Da ertrinken welche, deswegen. Ich dachte, die schwimmen da schön. Sind einfach am Ertrinken. Okay, jetzt bauen wir aber noch eine Kinderrutsche. Jetzt bauen wir noch schnell eine Kinderrutsche. Oder? Ja, wir könnten auch. Wir könnten auch das hier machen. Aber halt auch keine hohe. Machen wir mal nicht so eine hohe. So, das reicht ja schon. Das ist das Ende. Wir sollen doch so ein langes Ende, dachte ich. Gehen die doch ins Wasser? Ich dachte, die gehen nicht ins Wasser. Leute, ich dachte, das wäre so eine... Nee, das ist doch alles nichts. Dann nehmen wir jetzt die... Das Problem ist halt einfach, dass die ja wieder da unten nicht lang gehen können, wenn es irgendwie zu krass ist.
So, fertig. Testen. Hä? Ich dachte, wäre eine Reifenrutsche. Das ist nicht zugänglich. Ja, Leute. Ihr müsst euch aber auch immer so. Wow, du hast es geschafft. Gratuliere, Kumpel. Leute, es ist doch nicht verbunden. Also ich muss ja wirklich sagen, dem kann da haben sie nur zustimmen. Doch kein so gutes Spiel einfach so gemacht. Das kann ich dir sagen. Was ist denn jetzt hier? Ich freue mich schon auf unsere nächsten Projekte. Was soll sowas? Ja, okay. Aber das will ich ja noch gerade verbinden hier. Ach, jetzt ist das wieder. So, danke schön. Und jetzt kann sie auf, oder was? So. Und jetzt will ich aber trotzdem gerne noch wissen. Ah, jetzt kommen wieder Leute. Ah ja, okay. Gut. Das heißt, wir haben hier alles erstmal. Ja, das wird mir wieder nicht angezeigt. Das müll ich mal weg. Das mit den Generatoren ist auch irgendwie müllig. Die wurden ja jetzt gewartet. Also hoffe ich mal, dass das alte. Ja, Leute. Da gibt es noch einiges zu tun, auch für die Entwickler. Also ganz koscher ist das alles noch nicht. Aber gut. Ich sage jetzt erstmal, wir. Quatsch. Ist doch gar nicht so. Wir sind ja noch in der Folge. Ja. Dann speichern wir den Park einmal und gehen dann ins Hauptmenü und gucken uns mal an, was jetzt auf uns wartet. Und dann gehen wir in die Karriere. Hier haben wir jetzt 8 von 8. Sehr gut. Und gehen in den ersten Park. Du hast große Fortschritte gemacht. Aber jetzt beginnt die eigentliche Arbeit. Da will ich doch mal hoffen. Wir wurden kontaktiert, um bei einigen zukünftigen Projekten der Stiftung mitzuhelfen. Und, aha, gerade rechtzeitig. Ich möchte dir jemanden vorstellen. Hallo, ich bin Adriana Vega. Ich bin die gewählte Vertreterin der Stiftung. Meine Aufgabe hier ist die Beaufsichtigung der Arbeiten. Und glaub mir, Adriana, wir werden unser Bestes tun, um unser kulturelles Erbe zu würdigen und dafür zu sorgen, dass künftige Generationen es genießen und daraus lernen können. Wie ich sehe, hat jemand das Motto der Stiftung auswendig gelernt. Wir treffen uns an den jeweiligen Standorten, wenn ihr für die Praxis bereit seid. Alles klar, Parks und Restaurierung. Schwierigkeitsgrad natürlich schwer. Ist das jetzt auch schwer? Ja, schwer. Die Stiftung hat 4 antike Achterbahnen, antik vor allen Dingen, in den Überresten eines verfallenen Monuments entdeckt und braucht deine Hilfe, um sie zu restaurieren. Also ich. Sorry, ich tue mich jetzt gerade echt schwer mit dem Spiel, muss ich sagen. Weil das driftet mir zu sehr ab. Planet Coaster 1, das war einfach realistisch. Ja, auch die Missionen, die waren relativ realistisch. Was ist das denn jetzt? Wir finden antike Achterbahnen in irgendwelchen Monumenten. Jesus, what? So, ich soll sie jetzt restaurieren. Indem du Gäste anlockst und die Achterbahn fertigstellst, erschließt du das Potenzial des Parks und bestärkst den was? Den Plan Queen. Ach, Planco. Planco Nianan. Jesus Christ, dann schreibt es doch bitte mit C. Eine epochale Reise zurück in die Zeit ihrer Vorfahren. Ja, nee, ist klar. Ich frage mich echt, wer hat denn da Hand angelegt? Was ist denn da los? Es war doch nicht so schwer, es kann doch nicht so schwer sein, eine vernünftige Kampagne hier zu machen. Das ist doch. Super, endlich da. Langer Marsch, oder? Wir nehmen uns heute ein äußerst interessantes Projekt vor. Nee, komm. Die Stiftung hat bei ihren Ausgrabungen nicht nur eine, sondern gleich 4 antike Achterbahnen entdeckt. Sie haben uns mit der Restaurierung betraut. Hallo, ich übernehme mal für Oswald. Ja, wegen der besonderen Umstände haben wir eurem Unternehmen eine Sondergenehmigung erteilt, dort zu bauen, sodass ihr sie mit dem von euch gesammelten Geld wiederherstellen könnt. So etwas tun wir sonst nicht. Aber die Achterbahnen sind so desolat, dass sie nicht zu erhalten sind, wenn nichts passiert.
Ich fühle mich jedoch nicht sonderlich wohl dabei, einem Unternehmen für Freizeitparks einen so wichtigen Teil unserer Geschichte anzuvertrauen. Hä? Es sind doch Achterbahnen! Dies hat den ersten eindeutigen Namen. Was soll das denn sonst sein? Also selbst in diesem... Erbracht. Das ist unlogisch. Achterbahner? Die sind mir neu. Sie gelten als Vorfahren der modernen Plankton. Okay, jetzt driften wir ab. Leute, nervt mich nicht. Warum kann ich nicht Tabulator drücken? Konnte ich doch die ganze Zeit. Nicht wahr, Adriana? Ja, das stimmt genau. Das kann man doch einfach hier ein... Einfach weißt du, ja, hier, da war jemand, Milliardär, der wollte da einen griechisch-mythologischen Park hinbauen und dann ist ihm das Geld ausgegangen und deswegen ist hier nicht fertig. Also mach fertig den Scheiß. Was soll die Kacke hier mit irgendwas? Wir haben die Anfahrt nicht gefunden. Ich könnte ausrasten. Haltet eure Fressen, ey, ganz ehrlich. Was soll die Scheiße? Wer vor allen Dingen? Ach Gott. Und dieses Knubbel von den Leuten, das stört mich. Das war doch auch in Teil 1 nicht, oder? Dass es so krass war. Also ernsthaft. Mann. Dass man sowas dann so verkackt. Ja, okay, ihr habt alle keinen Strom, dachte ich mir. So, okay. Gucken wir uns das hier gerade mal an. Ich meine, es sieht doch alles geil aus. Also kreativ wird man sich hier ausleben können, aber die Kampagne nervt mich ja jetzt schon. Ich mache wirklich einfach Sandbox-Mode und dann Fresse halten. Leute, aber egal, ich will trotzdem die Scheiße hier schaffen. Ich hoffe, dass es wenigstens spielerisch dann einigermaßen gut wird. Okay, also, hier steht jetzt erstmal Imbissladen bauen. Ich gucke mir jetzt trotzdem gerade mal die Ziele an. Imbissladen bauen, Mitarbeiter Hausmeister, Mitarbeiter Techniker, damit es hier mal vorangeht. Schließe folgendes Fahrgeschäft ab. Und auf Gomkuva. Besitze zwei ebene Fahrgeschäfte und Fahrgeschäftsszeneriebewertungen. Alle Fahrgeschäfte. Ja, das habt ihr ja schon wahrscheinlich gemacht. Welches ist die? Das dürfte die hier wahrscheinlich sein. Ne? Ja, Gomkuva. Da würde ich sagen, als allererstes bauen wir die jetzt mal fertig. Das sind ja hier nur kleine Teilstücke, die dann einfach nur da wieder dran müssen. Ist ja wow, ist ja mega schwer einfach. Wo kann ich denn... Was ist denn ein Stromservice? Ja, das machen wir gleich. Kann ich nicht erst einfach mal die Bahn bauen? Achterbahn bearbeiten, da. Gut. Das heißt, er schickt uns jetzt hier direkt erstmal erster Hügel. Ja, toll. Das muss ich ja nur so machen. Dann ist das... Wie viel Geld haben wir? 34.000. Alles Klärchen. Alles Klärchen, Madamechen. So, warte mal, wo geht's denn dann lang? Also wir sind jetzt hier, blöd. Dann wäre das das nächste. Zack, dann wäre hier das nächste. Zack. Und dann haben wir hier unten noch eins. Zack. Ist eine ganz schöne Achterbahn. So am Felsen entlang. Da kann man nicht meckern. Zack. Und dann ist hier noch ein Stück. Auch noch eins. Hier nochmal ein schöner Helix rein. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass die auch funktionieren wird. So, jetzt ist sie soweit. Ich weiß. Fertig. So, jetzt hat sie natürlich keinen Strom. Brauchen wir erstmal Strom. Das heißt, wir brauchen erstmal einen Stromgenerator. Da ist natürlich die Frage, wie viel... Moment, was habe ich denn hier schon? Was ist hier? Verfügbarer Strom. Da, wir haben doch Strom. Aber woher? Was ist das hier? Das ist der Eingang. Der braucht natürlich Strom. Aber das ist doch ein Verteiler. Und kein... Energie aktuell verteilter Strom. Verstehe ich das? Verbundene Generatoren 3. Das sind doch keine Generatoren. Das sind doch Verbraucher. Was ist das? Stromverteiler 1. Bauteile Strom. Was heißt das hier? Also wir haben offensichtlich einen Verteiler.
der offensichtlich Strom hat, warum auch immer. Steht hier irgendwie was beschrieben? Wenn ich den jetzt baue. Was hat der? Der hat 0. So, der hat 0. Und die Generatoren. Du musst doch den Generator da reinballern, ey. Ich weiß auch jetzt nicht. Verbundene Generatoren 3. Also der ist mit 3 Generatoren. Die hier drunter sind. Generatoren oder? Tatsächlich, das sind einfach Generatoren oder? Ich weiß es nicht. Okay, wir sagen jetzt einfach mal, der Parkeingang ist ein Generator. Ist ja okay. Kann man ja machen. Das heißt, jetzt haben wir hier Strom auf jeden Fall verfügbar. Der soll aber natürlich auch bis zur Achterbahn verfügbar sein. Das heißt, wir brauchen ein Stromportal. Jetzt ist die Frage, müssen diese Kringel anecken oder nicht? So. Oder kann ich bis hier hinten hin? Kann ich. Alles klar. Dann hat die ja jetzt theoretisch Strom. Testen. Dann muss ich natürlich Zeit anmachen. Aber wir gehen natürlich, wir fahren mal mit. Leute, eine Runde können wir ja mal da. Ist der Gärtner nochmal ran. Wir sehen, da sind noch 2 Züge drin. Sogar mit Musik. Sehr schön. Sehr langsamer Lift, meine lieben Freunde. Mein lieber Scholli. Da altert man ja um ein Jahr, wenn man da oben ankommt. Huiuiuiui. Weiß jetzt nicht, wie griechisch-mythologisch diese Musik ist. Klingt für mich eher nach kleinen, überdrehten Figuren im Disneyland. Ja, aber das ist schön smooth hier. Da kriegst du schön die Airtime reingeballert. Sehr gut. Und dann auf den Rückweg mit einem sehr, sehr humanen Speed. Familienachterbahn. Aber schön hier der Camel Hill. Da war die Blockbremse da oben, glaube ich. Ja, das ist eine schöne Bahn. Das kann man durchaus machen. Hinten nochmal der Helix rein. Ja, da kannst du doch nicht meckern. Die haben sie doch mal schön gebaut. Schöne Station. Also das passt alles. Gumkova. Ja komm, heißt Gumkova. Gumkova. Da kommen auch die Leute. Ist sie schon auf? Nein, jetzt. Test unvollständig. Was, Test unvollständig? Wir sind doch gerade. Ach so, er muss noch einmal da. Ja. Hersteller Kingdom Isle. So, was ist denn Hersteller jetzt, Leute? Naja, okay. Verbrauchter Strom 28. Das möchte ich natürlich jetzt einmal kontrollieren. Die Leute kommen. Warte mal, was haben wir denn eigentlich hier an Preisen? Leute. Da brauchen wir natürlich hier mal die 14. Premium Pass ist aus. Ja, das. Da habe ich jetzt auch keinen Nerv zu. Der Parkeintritt wird vermutlich nichts kosten. Alles klar, da gehen auch schon ein paar Leute nach Hause. Aber wir werden jetzt mal gucken, dass wir hier die Main Street ein bisschen beleben mit einer gewissen Auswahl an diversen Shoppies, Servicegebäude, Souvenirläden, Baupläne. Gucken wir mal, da nehmen wir dann eher ein paar Fertiggestellte hier. Was haben wir denn? Aber das ist ja jetzt nicht griechisch. Das ist ja Wikinger. Wikinger. Das ist natürlich. Mit Kinger ist natürlich nicht so geil. Muss ich doch was selber bauen? Das sollte ja schon in dem Stil hier sein. Was ist denn das hier überhaupt? Da haben wir Toiletten und da ist ja sogar was drin. Was ist das? Laden. Laden, was für ein Laden, Freunde. Was für ein Laden. Was?
Produkte. Sonnencreme. Was? Schulpass, Premiumpass, Schirme. Das ist ein Infoladen einfach. Das ist ein ganz normaler Infoladen, wo aber kein Personal drin arbeitet. Da muss ich jemanden einstellen, der hier drin arbeitet. Geht der jetzt auch in den Laden rein? Ja. Gut, immerhin das. Hier, was ist das? Das ist einfach nur ein Toilettenhandel. 90 Cent? Nein, komm Leute, so sind wir nicht. So, haben wir denn schon... Müssen wir jetzt in das Personal hier gucken. Was haben wir denn für Leute hier? Wir haben bis jetzt einen Fahrgeschäft-Mitarbeiter, der dann wahrscheinlich um Gumkova sich kümmert. Und Benedikt Kunden, Maria Simon. Alles klar, wir haben noch keinen Techniker, keinen Reinigungskraft. Oh, erstmal zwei. Und einen Techniker brauchen wir natürlich auch. Das hilft ja nicht. So, jetzt frage ich mich aber, was mit den Generatoren ist. Kommt der da dran? Ich hoffe es einfach mal. Wir könnten natürlich auch noch, wobei, das ist, wobei der hier, doch der ist, der sieht ja recht kriechig aus. Den können wir nehmen. So. Okay. Jetzt müssen wir offensichtlich aber, da es jetzt keine vorgefertigten Gebäude gibt, müssen wir jetzt mal selbst ein bisschen Szenerie erstellen. Das ist doch hier, oder? Gebäude, Wände. Na, gucken wir mal, was gibt's denn da? Das hier ist mir auch zu klein. So, vier möchte ich schon sehen. Was ist das denn hier? Getäfelt und damit so Wellen oder was? Gips. Also scheint ja schon zumindest so antike Säulen und sowas zu geben. Marmor. Ist das hier mit Marmor gemacht? Nö, aber wir können es mit Marmor einfach machen. Das finde ich nicht verkehrt. Können wir auch mal üben. Ich habe noch gar kein Gebäude hier gebaut. Das ist auf jeden Fall gerade Fry Swinging. Ich will eins bauen, wo direkt zwei Shops drin sind am besten. Gibt's den... Ja. Ja. Ist das unser Geschichtenerzähler? Ich hoffe es für ihn. Hahaha! Ich weiß nicht, was das hier ist. Da, 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 da. Was haben wir denn für Dach? Das sind Böden, das sind Dächer. Da sind wir schon die hier. Die sind ja, glaube ich, schon dann eher ganz okay für den Style. Allerdings ist jetzt die Wand da komplett beschissen. Was ist sie denn? Sind wir weg. Ja, also das ist jetzt eigentlich wie Planet Coaster immer war, würde ich sagen. Das ist jetzt nicht anders, der Baumodus bis jetzt. Finde ich okay. Vollkommen in Ordnung. Müssen wir gerade gucken, Wände nochmal. Was haben wir da an Bügeln? Blöd, hier sowas. So. Okay, das ist schon mal der Rohbau, der steht. Würde ich sagen. Jetzt ist natürlich die Frage, was haben wir denn an
So Sachen wie eine Tür zum Beispiel. Haben wir, ne? Was ist das denn jetzt hier? Mythologiefenster. Winkelausrichtung aus. Achsen. An Oberfläche finden ist doch ein. An Oberfläche ausrichten ein. Ah, jetzt. So, was haben wir denn an Türen da? Ding Dong! Dingelidong! Da war ich jetzt allerdings auch nicht. Da ist die Auswahl jetzt noch nicht ganz so groß. Das ist mir zu krass. Das ist mir zu ungriechisch. Was haben die denn hier für eine? So eine richtig goldene große haben die da genommen. Das ist gar nicht griechisch. Die hier haben die genommen, ne? In kleiner. Aber ich kann ja Sachen kleiner machen. Ja, warte mal, können wir doch das hier nehmen. Machen mal hier irgendwie 75% oder was. Dann ist hier... Ja, das passt doch. Das ist okay. Dann nehmen wir dieselbe Größe hier. So. Dann nochmal Window. Hier. So eins. Hin. Das soll ja auch aussehen. Okay. Dann. Gut, dann gehen wir mal gerade zu diesem. Warte mal, Wanddekor. Wanddekor. Was ist das denn hier für Zeug? Was soll das sein? Aufkleber? Also das sind einfach so... Putz geht da ab, scheinbar. Das hier? In so Ecken? Ja, das ist ja... Das ist ja klein gelöt hier. Das ist das einzige Wanddekor? Nochmal hier. Was soll das? Ja, das will ich ja jetzt nicht. Das sind so Dachsachen. Da gibt's gar nichts. Ich gehe jetzt mal auch davon aus, dass wir noch nicht alles haben, ne? Davon gehe ich jetzt schwer aus. Ich glaube, ich place jetzt gerade erstmal die Shops rein. Scheiße, die Folge ist ja schon längst zu Ende, Leute. Na gut, dann sehen wir uns hier das nächste Mal wieder, oder? Ich sag tschüss, macht's gut. Vielen Dank fürs Reingucken.